Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und mal wieder zu einem Was trage ich oder was habe ich die letzten Tage so getragen Video. Making me hate you. Probably think it's painful, but really I'm grateful. I think I've seen this before. This is the part where you. Ich hätte einfach mal wieder Bock, so ein Video zu drehen und generell auch mal wieder so ein bisschen mehr aufs Thema Fashion einzugehen, weil das jetzt in den letzten Videos ein bisschen kurz gekommen ist, aber jetzt ist es endlich soweit. Leider schaffe ich nicht, was trage ich in der Woche Video, weil es sind ein paar Tage vergangen, aber die Woche ist noch nicht um. Deswegen habe ich noch so ein paar Tage, wo ich euch mitnehmen kann. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so ein was trage ich in der Woche Video. Vielleicht nenne ich es trotzdem so, mal schauen. Ich werde euch natürlich, wie auch bei den anderen Videos, wo es ums Thema was trage ich in der Woche oder was habe ich letzten Tage so getragen, Videos, werde ich euch alles unten verlinken in der Infobox, beziehungsweise versuche es, wenn etwas nicht da ist, dann versuche ich euch natürlich eine Alternative zu verlinken, das steht dann auch immer dort und hoffe, euch wird das Video gefallen. Wir kommen jetzt direkt zu meinem heutigen Outfit. Ich habe jetzt gerade schon meine Jeanshose angezogen, das ist diese dunkelblaue Low-Waist Jeans und ich werde jetzt, glaube ich, den Body einfach anlassen. Ich weiß nämlich nicht, wie kalt es ist und ich glaube, dass das ganz schlau ist, den anzulassen. Und dazu werde ich wieder den Cardigan anziehen, den ich beim letzten Mal umgedreht hatte. Und zwar der hier. Das ist eigentlich ein Cardigan, aber wenn ihr den quasi dann umdreht, habt ihr so einen Pulli einfach. Und oh mein Gott, hier ist einfach das Ding kaputt gegangen, sehe ich gerade. Egal. Und den werde ich jetzt auch wieder so anziehen, denn es geht jetzt nur zur Arbeit. Das heißt, es muss nichts Spektakuläres sein. Und ich muss eben meine Arbeitskleidung anziehen, deswegen jetzt einfach irgendwas schnell drüber, was Wahres. Dann kommen wir jetzt zu der Jacke und da werde ich diese heute anziehen. Die ist relativ, also nicht ganz so dick, aber die ist schon relativ dick und sieht auch noch sehr schön aus und ist total kuschelig. Deswegen werde ich sie jetzt einfach anziehen und dazu wahrscheinlich, wie ihr euch vorstellen könnt, braune Accessoires. Die zeige ich euch aber gleich. Jetzt ziehe ich erstmal die Jacke an. Und so sieht es einmal die Jacke getragen aus. Ich habe sie in der Größe L genommen. War auf jeden Fall eine gute Wahl, weil ich mag, dass es ein bisschen größer ist. Sie ist leider nicht ganz so dick wie die anderen Jacken, die ich in dieser Art habe. Aber es ist in Ordnung. Mit einem Pulli drunter und einem Body. Ich weiß nicht, wie es im Winter ist, müsste ich noch testen. Aber ich werde euch auf jeden Fall noch die anderen verlinken, die ich habe, weil die sind richtig, richtig dick und auch perfekt für den Winter. Aber jetzt für Ende Herbst finde ich die auf jeden Fall richtig gut. Und zwar einmal diese Shopper Bag von Mango und meine Fake braunen Axt, die perfekt zu der Tasche passen und das wäre dann mein heutiges Outfit. Ich lieb's komplett. Ich bin ein bisschen in Eile, deswegen hoffe ich, dass ich euch noch schaffe, das komplett zu zeigen, aber ihr könnt euch das ja sonst am besten vorstellen. Mal schauen, wie ich das mache, aber ich mag das Outfit auf jeden Fall sehr, sehr gerne. So Leute, ist ein neuer Tag angebrochen. Ich habe mich jetzt gerade schon so ein bisschen ready gemacht, denn für mich geht es heute auf ein Event. Und zwar bei L'Oreal, da gibt es heute eine kleine Masterclass. Ich bin so gespannt, ich freue mich richtig drauf. Ich werde diesmal wieder alleine gehen, deswegen bin ich noch so ein bisschen nervös, beziehungsweise nervöser als sonst. Aber ich freue mich richtig drauf, es fehlt aber noch mein Outfit. Ich denke mal, ihr habt es wahrscheinlich dann schon gesehen, weil das Video wird danach online gehen, also dieses Video hier. Aber ich habe auf jeden Fall vor, euch noch so ein Vlog von dem Tag zu schneiden und den dann auf TikTok hochzuladen. Falls ihr es sehen wollt, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Sollte, glaube ich, auch bis dahin auch schon online gewesen sein. Ansonsten seht ihr das dann bald. Mal schauen, wie ich das Ganze mache. Ich weiß nämlich selber noch nicht so ganz, aber das ist auf jeden Fall so schon mal mein Plan. Aber wie gesagt, jetzt brauche ich erstmal ein Outfit. Ich bin gerade dabei, hier alles so ein bisschen einzustellen und ich dachte, wir nehmen heute mal einen ganz anderen Hintergrund und musste jetzt gerade meine Wimpern noch irgendwie ein bisschen bändigen, denn ich habe vorhin gesehen, weil ich mich jetzt ein bisschen von unten gefilmt habe, dass die wieder machen, was sie wollen. Die sind echt unnormal schwer aktuell zu bändigen. Ich hatte ja auch schon so oft überlegt, mir ein Wimpernserum zu holen, was die Wimpern dichter macht, weil ich habe halt unnormal dicke Wimpern, deswegen habe ich auch schnell so Lücken und ach, das nervt mich einfach tierisch. Deswegen versuche ich die auch immer irgendwie mit so einem Piekser auseinander zu machen. Naja, ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau, aber aktuell habe ich echt einen Bad Lash Day. Eigentlich sogar eine Woche, wenn ich ganz ehrlich bin, aber naja, das kommt mal vor. Seht ihr diese wunderschönen Boxen? Das sieht einfach toll aus. Ich bin richtig, richtig happy. Ist die Kamera schief? Wie sieht sie schief aus?
Okay, ich glaube, jetzt ist sie gerade. Auf jeden Fall ist jetzt mein Plan, diese Jacke heute anzuziehen. Ich denke, dass ich heute eine Jeans dazu anziehe, dass es nicht ganz so schick ist, sondern relativ entspannt. Das ist halt auch mal so ein Thema, dass ich irgendwie nie richtig weiß, was ich an einem Event an. Ich meine, jedes Event ist halt einfach komplett anders. Und ja, Masterclass, muss man sich da jetzt unnormal schick machen? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte irgendwie, ich ziehe jetzt einfach die Jacke. Ich meine, die Jacke werde ich auch dort nicht anlassen, logischerweise. Da werde ich einfach einen Blazer mitnehmen, einfach die Tasche oder so. Und dann eine Jeans. Und entweder was Weißes oder was Schwarzes. Das werden wir jetzt mal schauen. Aber diese Jacke auf jeden Fall. Okay, ich bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass ich was Schwarzes anziehen werde, und zwar diesen schwarzen Body. Dann mal wieder meine helle Jeanshose mit dem Gürtel, damit das einfach zur Tasche passt. Ich werde wahrscheinlich meine Shopperbag mitnehmen. Oder vielleicht doch die Guest-Tasche. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Aber einfach ein bisschen braun noch mit rein. Und ja, ich dachte einfach mal, ich ziehe mal wieder die helle an, weil ich jetzt echt sehr, sehr oft meine dunkle angezogen habe. Da ich die einfach unnormal liebe und auch gerade vor allem im Herbst richtig fühle. Aber die muss jetzt wieder gewaschen werden und dann werde ich die jetzt einfach anziehen. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich schwarz oder sonst. Aber ich dachte, ich mache mal wieder die hellblaue. Die ist eigentlich auch ganz schön. So, ich bin jetzt soweit ready. Ich habe jetzt tatsächlich diese Tasche genommen, weil ich die gerade echt mega geil finde zu der Felljacke. Auch wenn ich sie jetzt nicht anlasse, ich finde es trotzdem so besser, deswegen kommt hier jetzt einfach mit. Da werde ich jetzt noch den Blazer reintun. Das ist halt echt der Hammer, weil da passt die einfach mega gut rein und die ist dann nicht so überfüllt. Und dazu dann natürlich meine Fake Axe, wahrscheinlich die Plateau-Dinger. Ich weiß noch nicht. Seid mal bitte ehrlich, findet ihr das blöd, dass ich euch nicht komplett die Schuhe mit zeige quasi bei manchen Videos? Denn die sind halt immer unten und ich bin hier oben. Ich müsste dann halt immer runterlaufen und ich weiß jetzt nicht, ob das so viel ausmacht, ob ich es euch jetzt sage oder zeige. Das wäre mal mega interessant zu wissen, ob ihr das blöd findet. Soll ich das in Zukunft besser so machen, dass ich euch dann auch wirklich die Schuhe zeige, oder reicht euch das so? Wie gesagt, seid einfach ehrlich, sagt mir, wie ich es am besten wollt, weil ich möchte natürlich für euch die bestmögliche Inspo geben. Und wenn ihr sagt, es wäre schöner in Zukunft, dass ich euch die Schuhe dann auch immer zeige, dann mache ich das auch. Aber jetzt gerade so mache ich das und wenn das auch für euch so ausreicht, das ist auch gut. Aber wie gesagt, ich kann auch gerne die Schuhe dann holen. Ihr könnt euch vorstellen, was ich jetzt sagen werde. Genau, es ist ein neuer Tag angebrochen. Ich werde mich jetzt gleich mit Esma treffen und dann werden wir uns ein bisschen Content machen. Wir werden wahrscheinlich dann nach Düsseldorf fahren, weil jetzt in der nächsten Zeit so ein paar Kooperationen anstehen und ich da so ein bisschen Content brauche. Oder wird sie mir jetzt heute helfen? Und ich habe übrigens mir... Oh mein Gott, der Cardigan ist einfach dreckig. Ich habe letztens Kakao getrunken und ich glaube, ich habe gar nicht gecheckt, dass ich gekleckert habe. Gut, der kommt jetzt gleich direkt in die Wäsche. Gut, dass ich mich jetzt gleich umziehe. Ich wollte euch nur was zeigen, denn ich habe mir eine Brille bestellt bei H&M. Ich habe das einfach so oft auf Pinterest gesehen und auf Instagram, diese Miu Miu Brillen. Und das sieht schon für mich ganz schön geil aus. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es was für mich ist. Deswegen wäre mal mega interessant zu wissen, wie ihr das findet. Esma ist nicht ganz so überzeugt von der. Ich bin jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also irgendwie mag ich es, aber irgendwie auch nicht. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich kann es irgendwie gar nicht so wirklich einschätzen. Also jetzt hier nochmal so richtig Selfie-Modus, nicht so weit von unten, aber es geht. Ich kann es nicht einschätzen, ich kann es wirklich nicht einschätzen, deswegen lass mich mal wissen, was ihr so meint. Und nochmal schwierig. Also irgendwie hat es ja was, ne? Aber ich weiß nicht. Das Einzige, was mich richtig nervt, ist dieser blaue Lichtfilter hier drin. Kommen wir aber jetzt zu dem eigentlichen Thema und das ist das Outfit. Es wird heute wahrscheinlich wieder braun. Was soll ich euch sagen? Ich liebe die Farbe. Es wird wahrscheinlich ab nächster Woche wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, ab nächster Woche wird es rot und grau sein, weil ich dann mit Sicherheit in der Winterstimmung bin. Ich merke es nämlich so langsam. Und ich glaube, ab nächster Woche gibt es dann mehr Winter-Content. Aber ich werde heute diese Jacke auf jeden Fall anziehen, weil die ist schön dick und das ist schon recht kühl. Wahrscheinlich dann noch mein Braunpulli und dann eine dunkelblaue Jeanshose vielleicht. Ich werde mal schauen, aber auf jeden Fall diesen Mantel hier, den finde ich so toll. Ich liebe den, ich bin so, so heftig dankbar, dass ich den damals gefunden habe, weil ich genau so eingesucht habe. Jetzt gibt es den natürlich nicht mehr,
zumindest noch in der helleren Farbe und auch immer wieder ausverkauft. Ich werde euch noch was von denen unten zu verlinken. Aber ihr findet von denen hier auf jeden Fall gute Alternativen. Werde ich euch auch so ein paar einblenden, wollte ich gerade sagen, verlinken. Das ist tatsächlich die blaue Jeans geworden und der braune Pullover. Ich zeige euch jetzt mal direkt meine Accessoires, also Schuhe und Tasche. Und dann am Ende das finale Ergebnis. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, ob ich euch jetzt jedes Mal hier eins einblende, aber ihr werdet es ja wahrscheinlich gesehen haben oder noch sehen, je nachdem. Wie ich euch schon gesagt habe, wird heute Content gemacht, deswegen zeige ich euch jetzt nicht unbedingt meine Content-Tasche. Das ist nämlich dann einfach die Mango-Tasche und noch eine Tüte mit so ein paar Sachen drin. Aber grundsätzlich würde ich jetzt heute für mein Auto die hier anziehen und dann einmal diese Fake-Axt hier, beziehungsweise Boots, wie auch immer. Und dann ist noch den Mantel. Und da bin ich eigentlich auch schon weg. Es gibt tatsächlich eine Sache, die mich richtig an diesem Mantel nervt. Und das ist einfach, dass immer überall irgendwie Haare oder Fussel hängen. Ich werde da, glaube ich, jetzt gleich nochmal drüber gehen, wenn ich das jetzt schaffe. Aber hier einmal mein finales Outfit. Braun ist echt gerade so voll meine Farbe. Ich fühle mich da richtig wohl. Da jetzt wirklich so Ende Herbst kommt, nutze ich jetzt, glaube ich, die Zeit auch gerade sehr viel braun zu tragen, glaube ich zumindest. Also ich fühle es gerade unnormal, deswegen ist es leider wieder braun geworden. Ich hoffe da, dass es nicht ganz so langweilig ist, dass hier nur kühle Brauntöne kommen. Gott sei Dank dafür aber verschiedene Designs und nicht immer dasselbe. Ich würde sagen, ich düse jetzt los, bevor ich zu spät komme. Es ist ein neuer Tag angebrochen, meine Süßen, und ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt ein neues Outfit und hier liegt schon mal so grob meine Base. Ich merke gerade, ich bin so am Zittern, das tut mir so schrecklich leid. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich habe jetzt gestern noch den Cardigan gewaschen, weil ich die gerne heute anziehen wollte. Und dazu wieder meine dunkelblaue Jeans und es wird heute wahrscheinlich eher in die graue Richtung gehen. So, ich habe jetzt soweit schon mal meine Base an. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich habe hier den Pulli wieder umgedreht, weil ich einfach heute doch eher Bock hatte auf einen Pulli, sag ich jetzt mal, als auf einen Cardigan mit Knöpfen. Und zur Jacke, ich werde heute diese hier anziehen von Bermuda in Grau, wahrscheinlich dann auch noch mit meinem grauen Schal. Ich muss dazu sagen, dass ich heute das Auto vielleicht höchstens 10 oder 20 Minuten anhabe, weil ich zur Arbeit gerade auf dem Zug, beziehungsweise ich jetzt gar nicht auf dem Weg bin zur Arbeit und ich halt Arbeitskleidung eigentlich trage, aber die ist halt bei der Arbeit und ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also es ist jetzt nicht ganz eigentlich mein heutiges Outfit, aber zur Inspo zeige ich euch das jetzt einfach trotzdem, weil ich es natürlich trotzdem anziehe, halt natürlich nicht den ganzen Tag. Ich muss sagen, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich den Schal überhaupt anziehe. Ich glaube halt, von den Temperaturen her macht es Sinn, ob es gut aussieht. Ich glaube, es sieht gut aus, das Ding ist, ich habe einfach meine Kontaktlinsen nicht drin. Eigentlich meine Brille, aber ich habe sie jetzt nicht an, weil ich mich ja voll fertig gemacht habe. Ich schau mal kurz. So schlecht finde ich es gar nicht. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Kamera so ein bisschen runter, dass ihr noch ein bisschen was sehen könnt oder zeige euch das jetzt gleich anders, je nachdem. Ich habe heute übrigens mal hier diese Haarklammer reingemacht, weil meine Haare sind ja jetzt schon recht fettig und ich hatte jetzt keinen Bock, schon so einen heftigen Sneak-Dot oder Sneak-Zopf zu machen. Deswegen habe ich es jetzt einfach zusammengebunden mit dieser Klammer und ich finde es ehrlich gesagt auch richtig cute. Ich nehme noch eine normale Haarklammer mit, falls ich doch irgendwie das Bedürfnis habe, die Haare doch anders so zu machen. Bei der Arbeit ist das immer so ein Ding mit den Haaren. Ja, aber so jetzt erstmal meine Haare. Ich werde übrigens wieder diese Schuhe hier anziehen und habe jetzt noch diese Tasche genommen, weil die perfekt ist für die Arbeit, dann packe ich dann auch meine Wasserflasche und so rein und werde jetzt so zur Arbeit gehen und arbeiten. Ich würde jetzt auch direkt das Video hiermit beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren. Ich werde euch übrigens auf Pinterest mal wieder so ein paar Moodboards machen, jetzt vor allem für die Winterzeit. Es ist ja jetzt alles noch ein bisschen herbstlicher gewesen. Ich werde da auf jeden Fall jetzt noch eins machen, mit Winteroutfits und dann kann ich euch auch gerne mal in der Winterzeit so ein Video abdrehen. Ich werde nämlich heute auch schon mal so ein bisschen in die Planung gehen, wie das Dezember aussehen wird. Es wird auf jeden Fall Videos kommen, vor allem auch Vlogmas. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich freue mich tierisch und ja, ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht Teil hiervon bist, abonniert sehr gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Und ich glaube, ich habe lange nicht mehr so ein Video beendet.
weil ich meistens einfach das vergessen habe. Aber ich freue mich, dass ich es mal geschafft habe und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!